Hi, ich bin Chris, schön, dass du da bist. Ja, heute sind wir oder bin ich mal unterwegs und die Idee ist einfach bei dem herrlichen Herbstwald dir mal zu zeigen oder zu erzählen, welche Düfte jetzt gerade auch so, wenn du unterwegs bist und in der Freizeit bist, passen können. Also bleib dran, es geht los. Ein sehr guter Freizeitduft, der in den Herbst passt wie die Faust aufs Auge, ist der Original Wood von D-Squared 2. Ja, dieser ist quasi eine Reinterpretation oder einfach das Wiederaufleben. Das sind das Original Wood, das es früher mal gab. Und wie riecht der? Der hat im Prinzip so eine Sägespäne-Note. Und das passt natürlich in einen Herbstwald perfekt rein, weil gerade jetzt sind viele Förster unterwegs, Bäume werden gesägt und geschnitten. Du hast überall dieses Holzaroma. Das ist perfekt für diese Jahreszeit und eben für die Freizeit, weil nicht so aufdringlich, ist relativ ja, mit einer frischen Note versehen und der kommt einfach gut an. Wie ich denke, auch zu Unrecht in der Szene oder in der Community nicht promotet, der ist schon ziemlich gut und den bekommt man für einen vernünftig guten Preis. Der nächste Duft kommt aus dem Hause Bottega Veneta und das ist der Bottega Veneta Pour Homme, das Eau de Toilette. Ja, der passt natürlich auch super in den Herbst und besonders in die Freizeit rein. Der riecht nach einfach Kiefernwald, sehr männlich und was an dem sehr schön ist, der bekommt dann irgendwann eine tolle Ledernote, leicht und dezent mit dazu. Das heißt, er hat auch noch eine gewisse Tiefe. Der ist sehr unique, weil eine andere DNA, die vergleichbar riecht, habe ich bisher noch nie gerochen, bei keinem anderen Designer. Und auch hier gilt, wie beim D-Squared, der ist so ein bisschen unterschätzt. Die Haltbarkeit, ja, okay, na, für einen etwas herbstlicheren Duft, der hält so 6 bis 8 Stunden, könnte durchaus besser sein. Aber gerade für die Preise, die momentan für den aufgerufen werden, ich glaube so um die 60 Euro für die 90 Milliliter, ist der einfach gut. Und der sieht auch toll aus. Der Flakon ist super, dieser schwarze Flakon mit dem geriffelten Boden, der gibt immer schöne Lichtfacetten. Aber wichtiger ist ja natürlich, du möchtest den Duft tragen und nicht nur anschauen. Aber selbst fürs Tragen. Also wenn du einen sehr markanten, männlichen Duft haben möchtest, dann unbedingt mal den Bottega Veneta anschauen. Denn ich glaube, der katapultiert dich, was die Maskulinität angeht, ganz nach vorne. Der nächste Duft, den ich hier vorstellen will, das ist der Dior Homme Intense. Ja, das ist schon ein Klassiker-Duft mittlerweile. Pudrige Iris mit leichter Süße kommt einfach super an. Den kannst du eigentlich universell tragen, passt perfekt in die Freizeit und in Abendveranstaltungen. Durch diese Süße hat er auch eine gewisse Tiefe und vor allen Dingen eine riesen Ausstrahlung. Deswegen, du kannst ihn zwar auch im Büro tragen, aber dadurch, dass der Duft sehr stark ist, solltest du hier ein bisschen vorsichtiger sprühen. Erreichen dann so 2 Sprüher. Haltbarkeit ist phänomenal gut, also 10 Stunden plus hält der locker und dementsprechend, auch wenn er mittlerweile ein bisschen teurer geworden ist, ist er sicherlich sein Geld wert, denn du hast länger was davon. Wenn du es ein bisschen frischer haben möchtest, empfehle ich dir parallel den Dior Homme EDT dir mal anzugucken. Der geht eher in eine zitrische Note, hat aber trotzdem noch eine, ja, nicht ganz so tiefe Tiefe, aber ist schon eher ein etwas hellerer Duft. Den kannst du auch super als universellen immer gern nehmen, wenn du sagst, diese pudrigen Noten liegen dir nicht. Ansonsten, das ist das, was halt Dior Homme früher ausgemacht hat, diese pudrige Irisnote, die so ein bisschen nach Lippenstift riecht. Ja, ich mag den Duft sehr gerne. Alternativ gibt es auch den Valentino Homme Intense. Der ist ein bisschen günstiger, geht in eine ähnliche Richtung. Aber ich persönlich tendiere immer und würde auch den immer in meiner Sammlung behalten für den Dior Homme Intense. Ja, der letzte Duft, den ich dir vorstellen möchte, das ist der Versace Pour Homme Eau de Noir. Für mich ein Top-Duft im Herbst, wirklich. Der geht so ein bisschen in die Oud-Oud-Richtung, aber allerdings hat er hier den interessanten Touch, dass er noch eine fruchtige Komponente von Orange dazu kriegt und dementsprechend vielleicht ein Tickchen interessanter wirkt bei gleichzeitig günstigerem Preis. Also hier bekommst du die 100 Milliliter durchaus um die 60, 70 Euro und hast ein
sehr, sehr schönen Oud-Einsteigerduft mit sehr geringem Oud-Anteil. Der Oud-Anteil hier ist wirklich so gering, der wird niemanden überfordern. Der kommt einfach gut an und hat somit so eine gewisse Besonderheit. Dieses Oud, was hier verwendet wird, das ist eher auch wieder so klassisch wie beim Oud Wood, eine medizinische Variante, hat überhaupt nichts Kuhstalliges, sondern verleiht dem Duft eine gewisse Tiefe neben der Holzigkeit, die hier sehr im Vordergrund steht bei dem Duft. Und wie gesagt, diese Orangennote macht es ein bisschen herber. Es ist eher so eine Orangenschalennote, die man hier verwendet hat. Die Haltbarkeit, auch hier so um die 8 Stunden. Dieser Duft funktioniert nicht nur in der Freizeit super, der funktioniert, glaube ich, an milden bis kalten Tagen sogar für fast jeden Anlass. Den kannst du im Büro benutzen, da ist er super unaufdringlich, macht aber trotzdem eine besondere Duftwolke, die er hinter dir herzieht, beziehungsweise umgibt dich eine besondere Aura, weil das halt eben dieses Udige, dieses Holzige mit dabei ist, das Medizinische, und dementsprechend funktioniert er sicherlich auch abends ganz gut beim Ausgehen. Solltest du dir anschauen, wenn du das nicht eh schon gemacht hast und dir eines meiner Top 10 Videos oder Herbstdüfte Videos schon bereits angeguckt hast, denn da habe ich es bereits schon mal erwähnt. Ja, sollte dir das Video gefallen haben, dann danke dir fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und ein Daumen hoch da lässt, und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Mach's gut, tschüss.